Letzte Woche Katastrophe am Mount Everest mit 16 Toten. Was wissen Sie darüber? Was ist da passiert? Ich habe es nur aus den Medien erfahren und gestern habe ich mit einem Freund von mir, mit einem Sherpa, also das sind ja, auch die Bezeichnung ist ja Sherpa, dort drüben in Nepal hin und her geschrieben, mit dem ich befreundet bin, und der hat mir erzählt, dass eben das eine Riesenkatastrophe ist, dass da 13 Menschen umgekommen sind, 3 sind ja vermisst, insgesamt sind 16. Und es war anscheinend 6.30 Uhr morgens und sie mussten durch einen Eisfall durch, der immer ein bisschen unberechenbar ist, denn diese Eistürme, die brechen einfach ab. Und anscheinend ist eben genau so ein Eisturm abgebrochen und hat dann eine Lawine ausgelöst, die dann eben sich summiert hat und dann eben diese ganzen Bergsteiger oder Sherpa verschüttet hat. Eigentlich weiß man das, ne? Wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, wie gefährlich genau dieser Eisbruch da unten am Mount Everest ist und wie unberechenbar das ist. Können Sie verstehen, dass trotzdem so viele Menschen, und teilweise herrscht da ja Verkehr wie auf der A3 oder so, dass da Menschen für 18.000 Dollar, glaube ich, mittlerweile pro Kopf sich jede Saison rauf und runter tragen lassen, selber laufen, mit einem Bein hochgehen und wieder runter und so weiter und teilweise auch zu Tode kommen? Ich denke, es ist die Faszination von dem höchsten Punkt der Erde. Also egal, ob das jetzt der Mount Fuji ist in Japan als der höchste, wo die Leute hinpilgern und da unten Riesenschlangen sind, oder der Mount Everest. Und ich denke, letztendlich wird diese Faszination immer bleiben. Sie sind selber am 23. September 2012, also noch gar nicht lange her, einer ähnlichen Katastrophe noch knapp entgangen. Was ist da passiert? Am Manaslu war das. Ja, Manaslu war das. Das ist der 8. höchste Berg der Erde. Und wir waren auf unserem Lager 2, das lag auf 6.400 Metern. Und über uns waren Lager 3 und unter uns auch das normale, muss ich jetzt sagen, das traditionelle Lager 2. Wir hatten eine Entscheidung getroffen, die uns vielleicht das Leben gerettet hatte. Wir waren 2007 schon an diesem Berg und dort oben ist so ein großes, ja, also wie so ein Flaschenhals, ein riesiger Hang, der sich dann eben summiert und wo man wusste, dass da immer wieder Lawinen runterkommen. Und wir hatten uns nicht zufrieden gegeben, dass wir vielleicht den Lagerplatz da aufstellen, wo er schon immer aufgestellt wurde oder war, sondern wir waren ein bisschen flexibler, weil wir eine kleine Gruppe waren, weil wir unsere eigene Entscheidung getroffen haben, weil wir Skier hatten und konnten eben abseits der Normalroute uns fast in den Gegenhang bewegen auf einer ganz kleinen Gletscherlippe, wo wir unser Lager aufgebaut haben auf 6.400 Metern. Und objektiv war es nicht lawinengefährlich. Das Wetter hatte sich gesetzt, es waren gute Verhältnisse. Und so gegen 4 Uhr morgens hörten wir dann einfach eine große Lawine, was aber nicht ungewöhnlich ist. Es kommen immer irgendwo irgendwelche Lawinen runter. Es war absolut windstill. Es war der erste perfekte Tag. Es war sternenklar. Und als dann aber eine große Druckwelle durch unser Lager kam, wir hatten da 3 Zelte auf dieser kleinen Gletscherlippe, da wussten wir sofort, okay, da stimmt irgendwas nicht. Also diese Lawine ist ja wie eine Explosion und diese Druckwelle wird vor der Lawine hergeschoben. Und da wussten wir jetzt einfach von 0 auf 100 war auf einmal dieser Windsturm da und waren sofort alarmiert. Man ist auf 6.400 Meter, man hat jetzt nicht die Kraft, die man normalerweise hat. Man geht raus und sagt, was war das, was ist das? Wir waren, wie gesagt, 6 Leute und haben dann gesagt, was da los ist, war stockdunkel. Wir haben auf einmal über uns Lampen gesehen und unter uns ein paar Lampen und die sind so durchgeschwört und haben jetzt gemerkt, okay, da ist irgendwas passiert. Dann haben wir auf einmal die ersten Sachen gehört, was war das? Das sind Bilder, die Sie uns mitgebracht haben aus dieser Nacht. Genau, und haben uns dann zum Glück sehr schnell entschieden, dass wir sofort aufbrechen. Das sind wirklich die Aufnahmen, wie wir da aufbrechen, hatten Erste-Hilfe-Sachen dabei, hatten Schaufeln dabei, hatten Notfall-Sauerstoff dabei, wir gehen ja ohne Sauerstoff und haben dann eben angefangen einfach zu graben. Das Erste war, dass ich auf einen alten Bekannten gestoßen bin, den ich gar nicht erkannt habe, aber der auf einmal zu mir sagt, du bist doch der Benedikt Böhm. Er war aber völlig vergraben bis zum Kopf. Sein Kollege war schon tot. Und so haben wir 6 Stunden lang nur gearbeitet und so an die 40 Bergsteiger waren da eben verschüttet. Und haben einfach nur gearbeitet und instinktiv gehandelt. Hier sieht man nochmal die komplette Lawine, den gigantischen Ausmaß. Und nach 6 Stunden, man sieht es hier, kam dann endlich die Helikopter. Wir haben alle versucht zu sammeln auf 6.500 Metern an dem flachsten Platz. Und waren natürlich dann heilfroh, wie wir diese Verantwortung auch abgeben konnten. Sie haben das mal beschrieben, Sie haben gesagt, da waren Menschen, die waren ineinander verknotet regelrecht, weil das so eine Gewalt ist. Wie geht man mit sowas um, wenn man sowas erlebt hat und weiß, ich habe da selber eigentlich noch eine Tour vor mir, ich würde da gerne hochgehen. Und dafür brauche ich alle mentale Kraft, die ich habe. In dem Moment verschieben sich die Ziele ja völlig. In dem Moment ist man nur, da kommt man in die Situation rein, man wird auf einmal von einer Sekunde auf die andere in sowas reingeschossen, was denn das Wort ist, und man handelt
instinktiv. Also das ist, da gibt es nicht mehr auf einmal das, ich muss jetzt an 7 Tage auf dem Gipfel, sondern man ist jetzt da, wo man ist und handelt einfach. Es gibt dann auch keine großen Emotionen, also weder auch in dieser Höhe, weder Freude noch Trauer oder irgendwas, sondern man macht einfach, man agiert. Und das war vielleicht auch das große Glück, dass wir keine Berührungsängste hatten, auch keine Berührungsängste mit den Toten, weil es nicht das erste Mal war, dass wir sowas erlebt hatten, natürlich das erste Mal in so einem Ausmaß, aber wir hatten keine Angst und konnten dementsprechend vielleicht auch einfach schneller helfen. Weil das wirklich etwas ist, was man im Hinterkopf hat. Sie haben das irgendwo mal beschrieben und haben gesagt, der Tod gehört dazu, das ist eine Option. Das ist uns immer klar. Ja, ich denke, der Tod ist immer eine Option. Also uns wird es ja alle erwischen, so wie wir hier sitzen, irgendwann mal, früher oder später. Wir können es nicht einschätzen. Ja. Aber als Bergsteiger und gerade natürlich, wenn man sich in solchen Höhen bewegt, hat man vielleicht einen natürlicheren Umgang mit dem Tod. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Denn man weiß, dass er tatsächlich kommt und er wird nicht wie bei uns im Westen üblich sofort verscharrt oder sonst was, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Auch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wie ich das erste Mal Bergsteiger erlebt hatte, die verstorben sind, 6, 27. Und man setzt sich auf einmal damit auseinander und weiß, was passiert da. Und daher kommt natürlich auch das Auseinandersetzen mit dem Tod und der natürlichere Umgang, würde ich sagen. Wenn Sie sagen, ich war 6, 27, als ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, war das diese Geschichte in China auf diesem 7000er, glaube ich, 7500, ja, wo Sie dieses Ehepaar getroffen haben? Ja. Oder Paar zumindest, zwei Bergsteiger, die Sie gesehen haben aus der Ferne, als kleinen Punkt. Richtig. Und Sie gehen auf die zu, was passiert dann? Ja, richtig. Wir waren am Gipfel und Mustagata hieß der Berg, 7546 Meter. Wir waren am Gipfel und Mustagata heißt Vater der Eisberge. Es ist also ein riesiger Eisklotz, ein riesiger weiße Fläche, gigantisch groß. Und wir sahen von dem Gipfel aus nach unten, sahen wir zwei Punkte, die so ungewöhnlich waren, weil es gab eigentlich keine Steine, es gab nicht, es war alles einfach eine Eiswüste. Und es war kurz unterhalb des Gipfels, so auf 7300 Meter, schätze ich mal. Und wir fahren zum ersten Punkt und haben gesehen, es ist eine tote Frau, konnten wir auch nichts mehr tun, war auch zufällig eine Deutsche sogar aus Bayern und haben dann aber gewusst, da hinten war noch ein zweiter Punkt, da musste es wahrscheinlich der Partner sein von dieser Frau und kam auf diesen Punkt zu, es hatte wahrscheinlich minus 30 Grad und dieser Mann, der da lag, wir dachten, er ist tot, hatte die Daunenjacke offen, hatte die Handschuhe ausgezogen, denn wenn man erfriert, dann spielt einem der Körper nochmal vor, dass es einem warm wird. Und wie wir uns über ihn beugen... Und das ist wirklich dann die letzte Phase. Das ist die letzte Phase, ja, richtig. Und wie wir uns über ihn beugen, merken wir auf einmal, der lebt noch und er gibt Geräusche von sich und so weiter und dann waren wir natürlich in dem ersten Moment geschockt, aber im zweiten Moment haben wir uns gedacht, wir können diesen Mann jetzt nicht zurücklassen, obwohl wir selber in dieser sogenannten Todeszone waren, wo wir auch wussten, die Zeit tickt und wir müssen da runter. Wir haben es dann so gemacht, dass mein Seilpartner Sebastian Haag bei ihm geblieben ist, versucht hat, ihn irgendwie zu versorgen. Ich bin runtergefahren aufs Lager 3, so auf ca. 7000 Meter, habe einen Schlafsack eingepackt und eine Daunenmatte und so weiter, was ich dort gefunden habe. Wir hatten da gar kein Zelt, ich habe einfach irgendwas genommen, was da war, bin wieder hoch, hatte Blut im Auswurf, weil ich mich so angestrengt habe, haben ihn versucht irgendwie zu umwickeln und haben ihn dann mit unseren ganzen Kräften versucht, oder haben ihn runtergefahren, einer vorne, einer hinten auf Skiern. Der Mann wog sicherlich 100 Kilo mit seiner ganzen Ausrüstung und sonst was und haben ihn da einfach verpackt wie eine Wurst und haben ihn runtergefahren auf dieses Lager 3, wo dann zufällig auch ein Rettungsarzt vor Ort war, der auch Bergsteiger war und versucht hat, da ihn nochmal zu reanimieren. Aber er ist in derselben Nacht eigentlich mehr oder weniger in unseren Armen dort gestorben. Er war auch nicht mehr ansprechbar oder irgendwas. Und wenn er überlebt hätte, mit wahrscheinlich sehr, sehr großen Erfrierungen und Amputationen. Wenn man sowas erlebt und wenn man auch, Sie haben uns Bilder mitgebracht, vielleicht können wir die einmal ganz kurz sehen, von einer Lawine, die gerade abgeht. Und da wird einmal klar, mit welchen Kräften man es da zu tun hat. Und auch mit welcher Dimension, ja? Wenn dann sowas auf einen zukommt, wie das, was Sie hier beispielsweise aufgenommen haben. Wenn man das erlebt, warum macht man dann trotzdem weiter? Die Frage, die stellt sich gar nicht. Ich glaube, man muss jetzt, das ist ja, letztendlich geht es um Risiko. Und bei Risiko geht es um Entscheidungen treffen. Und wenn man über Risiko redet, dann ist es sehr subjektiv. Denn wenn ich jetzt sowas sehe und das erste Mal in so einem Berg bin, an so einem 8000er, das ist, glaube ich, der Broad Peak, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Schock und sonst was. Wenn das aber das täglich Brot ist, also so ähnlich wie ein Formel-1-Fahrer, der sich jeden Tag mit 400, 500 km/h fährt, dann schätzt der eine Kurve sicher anders ein, wenn ich jetzt mich in ein Auto setze und das Ganze mache. Genauso wie wenn ich meinen Sohn anschaue, der den Verkehr keine Ahnung hat, wie er solche Dinge machen muss. Genauso ist es in den Bergen auch. Man muss das erst lernen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und das Schlimmste ist,
Wenn man dort ist und gar nicht weiß, dass man sich in der Risikozone befindet, dann wird es am allerschwierigsten. Aber wenn man sich, man bewegt sich ja, man entwickelt sich ja langsam dorthin. Aber es ist natürlich irgendwie auch paradox und in gewisser Weise auch schizophren, dass man auf der einen Seite dieses extreme Risiko sucht, um es dann dort natürlich nach Möglichkeit zu vermeiden. Das ist tatsächlich richtig, ja. Dass man, wie gesagt, nochmal, also dieser Weg dorthin ist lange und natürlich diese Risikominimierung ist das andere. Aber es ist natürlich, man entwickelt sich dort langsam hin. Wenn Sie sagen, man entwickelt sich dort langsam hin, Sie haben eigentlich in Ihrer Familie gar keine bösen Veranlagungen, solche Dinge zu tun, sondern Sie kommen aus einer ordentlichen, anständigen Familie und keiner hat Sie jemals gezwungen, auf so einen komischen Berg hochzugehen. So habe ich das zumindest gelesen. Woher kommt diese Liebe zu diesen Bergen? Was gibt Ihnen das? Es gibt mir vor allem Zufriedenheit und Glück. Und ich glaube, das ist auch das wahrscheinlich die Antwort auf die vorhergehende Frage. Es ist ja nicht so, dass ich immer mit Lawinen ausgesetzt bin oder mit Toten, sondern 99,9% sind Glück und Freude und die Erfüllung meines Lebens. Aber was ist denn großartig, morgens um 3, wenn andere Menschen noch selig schlafen, zu Hause aufzustehen, seine Frau, seinen süßen kleinen Sohn da im Bett weiterschlafen zu lassen, kurz auf die Zugspitze zu laufen, wieder runter. Schatz, da bin ich wieder, lass uns frühstücken, jetzt muss ich ins Büro. Ja, ich komme vorher nicht nach Hause. Also ich komme nicht nach Hause? Okay, noch schlimmer. Das ist den Fall hier. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, was Ihre Mutter gesagt hat. Ich weiß, dass ich habe es noch nie bereut, dass ich früher aufgestanden bin. Aber ich habe schon oft bereut, wenn ich vielleicht zu viel gesoffen habe oder verschlafen habe. Und das ist jedes Mal, tun die erste Minute tut. Bei mir genau andersrum. Ja? Und ich weiß in dieser ersten Minute, ich darf was erleben, wofür ich mir vielleicht früher ein ganzes Wochenende Zeit genommen habe und darf sowas vor der Arbeit machen, weil es ein gewisses Privileg ist und darf vielleicht am Sonnenaufgang dort oben stehen und weiß, die Leute wachen jetzt gerade erst auf und ich komme in den Strom rein, als ob nichts gewesen ist. Meistens wissen die Leute gar nicht, was ich gemacht habe, aber den Tag kann mir sicher niemand versauen. Das steht fest. Sie müssen einen unglaublichen Ruhepuls haben. Wie hoch ist Ihr Puls, wenn Sie flach liegen, einfach mal nichts tun? Ich glaube um die 40. 40? Ja. Da sind andere Leute tot, ne? So ungefähr. Das heißt, wie viele Höhenmeter machen Sie in der Woche? Ich versuche in der Woche, ich meine, ich bin ja auch geschäftlich viel unterwegs, ich versuche in der Woche 10.000 Höhenmeter zu machen, durchschnittlich. 10.000 Höhenmeter? Höhenmeter. Wir reden ja nicht über 10 Kilometer laufen, wir reden über rauf. Rauf, ja. So, das heißt, wie viele Kilometer sind das an Marschiererei, Wandern, Laufen? Das kann ich nicht genau sagen. Es hängt sehr vom Berg ab. Es gibt ja einfach sehr, man kann 2.000 Höhenmeter sehr steil machen oder man kann sie sehr flach machen. Ich versuche es immer möglichst steil zu machen. Ja, möglichst steil, natürlich. Weil Sie jemand sind, der etwas macht, was ich bis dahin auch nicht kannte. Sie sind ein sogenannter Speed-Bergsteiger, einer der besten der Welt. Und jemand, der, wir sehen jetzt hier ein paar Bilder, der möglichst schnell auf einen Berg hochgeht, um ihn dann möglichst schnell auch wieder zu verlassen. Und möglichst schnell heißt in Ihrem Fall mit Skiern. Ja, richtig. Und die Skier sind immer im Gepäck. Erstens, weil ich auf Skiern aufgewachsen bin. Ich komme nicht aus dem Klettern. Ich bin überhaupt gar kein guter Kletterer. Das muss an der Stelle wirklich erwähnt werden. Das sieht man hier, habe ich gleich gesehen hier, da an der Stelle. Es gibt ja wirklich dann im Klettern noch mal ganz andere Dimensionen. Ich komme wirklich aus dem Skifahren, aus dem Leistungssport. Mhm. Und die Skier sind für uns nicht nur dabei, weil es Spaß macht, sondern sind vor allem auch dabei, weil es eine Risikominimierung ist. Wir versuchen eben solche Berge dieser Todeszone zu begegnen, indem wir schnell reingehen und schnell raus. Mhm. Macht ja Sinn, dass man sich eben so kurz wie möglich in der Todeszone aufhält, unter diesem Sauerstoffmangel. Und die Skier helfen uns dabei, dass wir auch eine Rückzugsmöglichkeit haben. Das heißt, wir können also unter Umständen, wenn irgendwas schief läuft, haben wir keine Lager, keine Schlafsäcke, sonst was, gehen wir einfach runter. Man sieht auch, wie wir unterwegs sind. Wir sind hier auf 8035 Meter, das war der Gashabram 2, auch in Pakistan. Und normalerweise sieht man eben große Daunenanzüge, dicke Bärte und so weiter. Sie haben da relativ leichte... Das ist das Bild, man denkt, die meisten denken, es ist im Karwendel. Da hinten ist die Isar. Ja. Genau, da fließt die Isar. Nein, es ist tatsächlich eben am Gashabram 2. Wir reden hier von 8013 Metern. Einer der 14 8000. 8035 Meter genau sind es. Und man sieht aber, wir haben 20 Liter Rucksäcke, also fast gar nichts. Wir haben Skier, die wiegen 2 Kilo inklusive Bindung, das Paar. Ja. Und haben so gut wie nichts an. Und also haben natürlich was an, aber ganz anders, wie man es normalerweise gewohnt ist. Und so versuchen wir uns eben dort zu bewegen. So, weil Sie nämlich auch beim Runtergehen sozusagen sich anders bewegen als andere. Und auch davon gibt es ein paar spektakuläre Bilder. Sie fahren von 8035 Metern wieder runter. Wie geht denn das überhaupt? Wie macht man das?
Das geht so wie überall. Ich meine, das Skifahren muss natürlich trainiert werden und die Kombination aus dem Aufstieg und dann runterfahren ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Aber Sie kennen ja die Piste nicht, da hat ja auch keiner präpariert. Sie wissen ja nicht, natürlich hat da keiner präpariert, aber die Gesetze sind ja dieselben wie in den Alpen. Also wir sind ja in den Alpen auch nicht an der Piste, sondern sind irgendwo im Gelände unterwegs. Und da sind dieselben Gesetze, das heißt Gletscherspalten, Lawinen, wie zum Beispiel hier oder sonst was, wo man sich eben bewegen muss. Und wenn man aber dieses Hilfsmittel Ski wirklich beherrscht, dort oben an den höchsten Bergen, dann bringen sie natürlich einen großen, großen Vorteil. Das ist irre. Und wenn Sie da einmal stürzen, ist vorbei. Das ist in den Alpen anders auf meiner Skipiste. Ja, schau mal hier. Von der Skipiste reden wir gar nicht, weil dort halten wir uns nicht aus. Sondern, klar ist es so, wenn man, das sind dann eher die Genussabfahrten, aber klar ist es so, schön. Egal ob in den Alpen oder dort oben, stürzen darf man nicht. Das ist logisch. Ja, dann ist es ja einfach. Irre. Tolle Bilder. Wie lange geht es da hoch auf 8035? Wie lange gehen Sie hoch und wie schnell geht es wieder runter? Wie lange hängt ganz davon ab. Wie gesagt, unser Stil ist eben nicht in Lagerketten, also mit verschiedenen Lagern dort hochzugehen, also nicht in 3, 4, 5 Tagen, wie das normalerweise üblich ist, sondern eben mit minimalem Gepäck, mit absolut gar nichts. Was haben Sie dabei an Essen? Wir haben dabei 20 Power Gels, also das sind so Riegel. Das sind keine Riegel, das sind so flüssige, ist eigentlich fast flüssige Nahrung. Das ist das Einzige, was wir dabei haben, um uns dort zu versorgen und 2 Liter zu trinken, die am Körper festgemacht werden, wirklich direkt an den Körper hingetaped werden, damit das Ganze nicht eingefriert. Und dann eben unsere ganzen Sachen, die alle optimiert sind. Das heißt, wir kommen sofort an unsere Steigeisen, sofort an unseren Pickel, wir können die Skier anmachen, ohne dass wir den Rucksack ausziehen. Jeder Handgriff muss optimiert werden, das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Sie haben kein Zelt dabei? Nein, wir haben kein Zelt dabei, gar nichts. Unsere einzige Rückzugsmöglichkeit sind unsere Skier, um möglichst schnell wieder nach unten zu kommen, wenn irgendwas schief gehen würde. Und so versuchen wir eben auch mit der ganzen Kraft, die man dort unten hat, also mit dem noch einigermaßen verhältnismäßigen Volumen an Sauerstoff, den man auf 5000 Meter noch einigermaßen hat, mit der ganzen Kraft eben in einem Push hochzugehen und dann wieder runter. Ist es wahr, dass auch Viagra zur Ausrüstung gehört? Logisch, immer. Seilpartner ist dabei und wenn er... Nein, ist tatsächlich richtig. Was erwarten Sie da oben auf dem Gipfel? Ja, da passieren die Frau vom Yeti vielleicht. Passieren alle möglichen Dinge. Na, Viagra hat man tatsächlich dabei, weil es ist eine Notfallmedizin, die man nimmt, weil es gegen Lungenödeme und Gehirnödeme und weil es das Blut flüssiger macht, sozusagen, oder durchlässiger, wenn man so will. Sie sind einmal 20 Meter vor einem Gipfel umgedreht. Richtig. Es ist ja genau eben dieses Risiko einschätzen, heißt auch dieses Umkehren oder Umdrehen ist sicherlich die viel, viel schwierige Entscheidung, als weiterzugehen. Man programmiert sich ja auch in diesem Training, die Motivation kommt ja, dass man weiß, man geht dann nach 1000 und dann schafft man es auch vielleicht um 3 oder 4 Uhr morgens aufzustehen. Man programmiert sich auf den Gipfel und dann diese Programmierung auf einmal zu stoppen und zu sagen, jetzt drehe ich um, wird natürlich schwierig. Aber es war in dem Fall so, dass ich mir geschworen habe, um 15 Uhr drehe ich um, egal was passiert. Ich hatte mir insgesamt 24 Stunden für die Besteigung vorgenommen und habe gesehen, obwohl es nur 20 Meter sind, es war der Vorgipfel vom Broad Peak, und habe gesehen, es geht eigentlich, so wie beim Hirschberg bei uns am Tegernsee, da geht es eigentlich nur so ein bisschen rüber. Aber ich wusste, unter den Bedingungen kostet mich das nochmal 2 Stunden. Und das ist einfach zu langsam. Wir reden über 20 Höhenmeter. Und dafür braucht man 2 Stunden? Dafür braucht man in dem Fall 2 Stunden. Ja, Schritt für Schritt, wenn man fast bis zur Hüfte eingebrochen ist, bei jedem Schritt, und man einfach wusste, es dauert wahnsinnig lange, bis man da drüber kommt, weil ich schon den Großteil dort bis zu diesem Vorgipfel gespurt hatte und bei jedem Schritt eingebrochen bin und wusste, es wird eine sehr scharfe Geschichte, dort drüber zu kommen. Das finde ich, habe ich auch in der Beschäftigung mit dem Thema gedacht, eine ganz großartige Leistung, dass einer mental in der Lage ist zu sagen, ich scheiße auf die 20 Meter, ich gehe jetzt zurück. Sie haben sich monatelang darauf vorbereitet. Monatelang. Und sind so dicht davor und drehen dann trotzdem um. Einer ihrer Freundin ist an dem Tag weitergelaufen. Ja, wir waren am Vorgipfel und wie gesagt, wir sind ja von ganz unten gestartet, also von 5000 Meter. Und eine italienische Freundin von mir, Christina Castagna, die schon 4.800er ohne Sauerstoff bewältigt hatte, eine der besten italienischen Bergsteigerinnen ihrer Zeit, die war es von 7000 Meter hoch, und wir hatten uns dann praktisch gleichzeitig getroffen, mehr oder weniger eben kurz vor dem Vorgipfel, und hatten noch diskutiert. Und ich hatte gesagt, du, wie schaut's aus? Ich werde auf jeden Fall runtergehen, habe sie versucht noch zu überzeugen, habe sie aber auch bewundert für ihre Kraft, dass sie da unbedingt weiter wollte. Aber ich habe auch gesehen, uns hat das so viel Kraft gekostet, dort hochzukommen. Und es war einfach schon spät, es war 15 Uhr und es wurde dann irgendwann mal bald dunkel, dass es eben keinen Sinn macht. Aber ich konnte sie auch nicht davon überzeugen. Und und so bin ich eben zurück, oder wir sind zu dritt zurück, und sie ist tatsächlich, ich habe sie das letzte Mal eben gesehen, sie ist abgestürzt auf dem Weg zum Gipfel.
oder zurück. Deswegen ist es so wichtig, eine solche mentale Stärke zu haben. Ist die Herausforderung, würden Sie sagen, endlich? Hört das irgendwann mal auf? Nein, die Herausforderung ist immer da, aber die Herausforderung verschiebt sich ja. Ich habe ja viele Herausforderungen auch in meinem Beruf als Geschäftsführer von einer Sportfirma. Mhm. Oder es muss ja nicht immer ein 8000er sein, es können auch andere Projekte sein. Wir haben zum Beispiel die 7 höchsten Alpengipfel in 7 Tagen gemacht, letztes Jahr im Mai, wo wir also angefangen haben, Slowenien, den höchsten von Slowenien, von Österreich, von Deutschland, von und so weiter. Es war ein super tolles Projekt mit 7 Bergsteigern aus der ganzen Welt, mit denen wir das gemacht haben. Und es war einfach nur Freude und Spaß. Und ein 8000er ist kein Spaß. Ein 8000er ist wirklich ein Kampf gegen sich selber und eine absolute, da ist nicht viel Harmonie dabei. Das ist einfach die ultimative Herausforderung, der man sich irgendwann stellt, wenn man auf einem großen oder auf einem hohen Niveau ist. Mhm. Also, wenn wir alle mal Lust haben, 7 Alpengipfel in 7 Tagen zu machen mit 0 Schlaf, dann melden wir uns bei Benedikt Böhm. Herzlichen Dank, Herr Böhm. Sehr, sehr faszinierende Schilderung dessen, was Sie so machen. Viel Glück für das, was da alles noch kommt.